Es hat heute das Direktorium des ÖFB die Bestellung von Marcel Koller zum neuen Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft einstimmig bestätigt. Das heißt, wir haben aus einer Fülle guter Kandidaten jenen ausgewählt, der dieses Profil nach unserem Dafürhalten am besten erfüllt. Es kam natürlich schon das ein oder andere Angebot und das muss man abklären. Und es war so, dass dann halt ja, zwei Partner zustimmen müssen, dass es zu einem Vertrag kommt. Und also in der Schweiz waren Angebote da und auch das ein oder andere Gespräch und auch in Deutschland. Hat dann aber in dem Sinne nie so gepasst, dass es bis zum Schluss dann, bis zur Vertragsverhandlung oder bis zum Vertragsabschluss gekommen wäre. Ja, zuerst mal von meiner Seite natürlich auch ein herzliches Grüß Gott. Also ich habe einen Telefonanruf vom Präsidenten Wintner bekommen. Damit sind wir in die Kandidatensuche gestartet. Und er hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte und ob wir vielleicht mal abmachen können. Und ich habe gesagt, ja, kein Problem. Wir haben dann 10 Tage später abgemacht in Wien. Und ja, in dieser Zwischenzeit habe ich mich informiert über Österreich, habe mir Spiele besorgt vom Nationalteam, habe mich informiert, habe geguckt, was möglich ist, und um auch zu sehen, meine Spielphilosophie, die ich da reinbringen möchte, sind da Spieler mit dabei, die das umsetzen können. Wir haben natürlich auch den neuen Teamchef schon eingeladen für diesen Abend. Marcel Koller hat aber keine Zeit, ist in dem Moment in der Schweiz. Die Tiroler Tageszeitung hat irgendwann geschrieben, die Bestellung Marcel Kollers ist ein schweres Foul am österreichischen Fußball. Ja, ich denke, ich bin eigentlich immer locker umgegangen, also von Anfang an. Ich habe das, das hat mich eigentlich auch nicht interessiert, weil ich halt einfach dachte, gut, die waren jetzt wenig informiert über mich. Und ich hätte mir eben gewünscht, eine andere Lösung, oder zumindest ist das meine Meinung. Also mein Tipp war der Andi Herzog. Aber es kommen sicherlich auch andere in Frage. Die Bestellung von mir wurde relativ lange geheim gehalten. Also es war, glaube ich, bis am Morgen der Bestellung oder dann am Abend war ich immer noch nicht ganz sicher. Also man hat spekuliert, aber hat dann auch der ein oder andere wahrscheinlich keine Zeit gehabt, sich da groß zu informieren und wahrscheinlich auch keine Lust gehabt. Und beim einen oder anderen war es dann halt vielleicht auch ein bisschen Frust, weil es selber nicht geworden ist oder vielleicht den anderen gerne da gehabt hätte. Ja, die Leute halten das für eine total unglückliche Entscheidung, sind total enttäuscht und frustriert zum Teil. Und ich kann das auch nachvollziehen, denn ich glaube nicht, dass es eine glückliche Entscheidung war. Und ich habe für mich gedacht, okay, lass mich mal arbeiten und dann könnt ihr nach 3 Monaten, einem halben Jahr, könnt ihr immer wieder eure Meinung abgeben. Wurde ja dann auch getan, aber es hat mich nicht gestört, und weil ich weiß, eben Fußball ist halt so, das kommt dazu. Und der ein oder andere hat ja auch seine Meinung revidiert und das zurückgenommen und ist auch okay so. Von meiner Sicht aus spricht nichts dagegen, dass er verlängert, weil ich glaube, dass er eine ordentliche Arbeit abgeliefert hat.